Hallihallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu meiner ersten weihnachtlichen Tea Time. Ich weiß nicht, ob es die erste oder die letzte oder überhaupt die einzige bleiben wird. Ich denke mal, ich mache wieder zwei Teile draus, denn ich habe Bücher, ich habe Kerzen und noch so ein paar andere Kleinigkeiten wie Deko, die ich euch zeigen möchte. Und wir müssen mal schauen, wie schnell die Zeit vergeht und wie viel wir schaffen. Ja, mir ist noch ein bisschen warm von dem ganzen Aufbau. Ich habe jetzt extra die Lichterkette im Hintergrund noch gemacht, weil das geht sonst total unter da hinten und so strahlt ein bisschen mehr Licht. Ich hoffe, es gefällt euch. Es war sehr viel Arbeit und es hat aber auch Spaß gemacht und ich freue mich gerade. Jetzt kommen so richtige Weihnachts-Vibes das erste Mal bei mir hoch. Ich sitze hier ein bisschen ungünstig. Ich weiß nicht, wie ich das früher gemacht habe. Aber wir kriegen das hin. Also ich sitze jetzt ganz normal mit ausgestreckten Beinen unter dem Tisch. Ich glaube, ich weiß noch nicht, wie ich hier wieder vorkomme. Aber wie gesagt, wir schaffen das alles. Erstmal herzlich willkommen. Holt euch eine Tasse Tee, Kaffee oder was auch immer ihr gerne mögt. Ich habe heute in meiner Weihnachtstasse von Ray Dunn das erste Mal heute eine Weihnachtstasse. Auf der steht Mary. Und wir haben hier diese süßen Zuckerstangen auf der Rückseite. Liebe ich. Im Tässchen drin ist leider noch kein Weihnachtstee, weil mein Lieblingstee von Sostrene Grene, nämlich der Celestial Candy Cane Lane Tee, den hatten sie noch nicht da diese Woche. Sie meinte, in circa 2 Wochen müssten sie den aber im Laden haben. Deswegen aktueller Tee, My Happy Place von Kappa. Ein Kräutertee, also auf Kamillentee-Basis, mit Pfirsich. Ja, mit Pfirsich und Kamille steht ja drauf, Janine. Genau. Also eher überhaupt nicht winterlich, aber der ist in der Tasse drin. Der muss jetzt noch ein bisschen abkühlen, weil er tatsächlich sehr, sehr heiß noch ist. Und ich kann noch gar nicht trinken. Ja. Womit fangen wir an? Also, ich habe so viel zu zeigen, dass ich echt nicht so richtig weiß, womit ich anfangen soll. Ich würde mit den Büchern anfangen. Und im zweiten Teil dann wahrscheinlich die Duftkerzen und die Deko machen, wenn das so genehm ist. Ihr könnt ja jetzt eh nicht anders. Ihr müsst ja jetzt zustimmen. Übrigens habe ich hier auch schon eine richtig, richtig süße Schneekugel. Genau, könnt ihr schon mal zuhören, wenn ich hier sortiere. Nämlich gucken, dass ich euch erstmal so das zeige, was ich so dieses Jahr neu habe. Es sind alles Bücher, die ich neu habe dieses Jahr, die Weihnachtsbücher, beziehungsweise mir auch neu gekauft habe, die es vielleicht schon länger gab. Aber ja, fangen wir mal mit diesen hier an, nämlich von Tonya Krüger, All I Don't Want for Christmas, aus der Love Songs of London Reihe oder in London. Der erste Teil ist ein Weihnachtsroman und da ich die Autorin so gerne mochte von Sunset Days und wie heißt das andere, weiß ich jetzt nicht mehr, habe ich mir gedacht, probiere ich mal ein Weihnachtsbuch und ich habe es tatsächlich schon gelesen, also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Hier geht es um Phoebe und Liam. Ich weiß gar nicht, habe ich dazu nicht schon ein Video hochgeladen auf YouTube? Müsste ich direkt mal schauen, weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall ist es eine Fake-Date-Geschichte, die an Weihnachten bei der Familie des männlichen Protagonisten spielt. Und die beiden sind wirklich süß und es gibt sehr viel Familie, sehr viel Weihnachten. Also ihr seid wirklich in diesem Haus mit dieser Familie an den Weihnachtsfeiertagen mit denen zusammen. Ihr packt zusammen Geschenke aus, ihr backt mit denen Plätzchen. Also hier kommen schon richtige Weihnachts-Vibes hoch. Dennoch steht die Liebesgeschichte natürlich im Vordergrund, aber sehr, sehr schön. Hat mir gut gefallen, hat richtig Spaß gemacht, war niedlich. Die Protagonistin war toll, die hat einen tollen Hund, der Protagonist war nett, die Freundinnen, die Familie, das hatte irgendwie einen Vibe. Die Gegenspielerin ist die Ex-Freundin ihres jetzigen Fake-Freundes. Deswegen nimmt er sie ja mit und sie muss seine Fake-Freundin spielen, denn sie wollen der Ex-Freundin quasi weiß machen, dass sie ein Paar sind, dass er wieder glücklich vergeben ist, dass sie sieht, was sie verpasst, denn eigentlich will er sie zurück. Die ist aber mit seinem Bruder liiert mittlerweile und im Laufe der Feiertage kriegt er zum Glück auch mit, dass es eigentlich eine dumme Pute war
was wir von Anfang an natürlich wissen. Aber es ist auf jeden Fall gut geschrieben. Es ist auch nicht ein allzu dickes Buch und es macht wirklich Spaß zu lesen. Ich finde, Tonja Krüger schreibt ganz, ganz toll. Genau, das war schon mal mein erstes Weihnachtsbuch. Als nächstes habe ich von Lucy Score, The Christmas Fix. Dieses Buch habe ich in der Ausgabe mit dem Buchschnitt von der Bücherbüchse, meine ich. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ja, es ist ein Lucy Score. Also für Fans der Knockmout-Reihe ist dieses Buch auf jeden Fall was. Für die Fans der Blue Moon oder der Bootleg Springs-Reihe würde ich sagen, bedingt. Denn das Buch ist doch ein wenig spicier, als ich dachte. Es geht hier um Catalina, die macht im Prinzip so eine Reality-TV-Serie wie Fixer Upper. Also sie repariert Häuser. Und sie hat es sich hier zur Aufgabe gemacht, die Kleinstadt Mary nach einem Hochwasser wieder aufzubauen und das Ganze mit dem Fernsehteam zu begleiten, denn dann kommt auch genug Geld und Spenden rein, um dieses ganze Projekt zu finanzieren. Im Laufe der Zeit findet sie auch fleißige Helfer, die da wirklich für sie da sind und die ihr helfen. Und sie lernt den Bürgermeister kennen. Ich habe es ja mit Namen nicht, wisst ihr ja. Noah. Noah Yates ist der Bürgermeister und alleinerziehender Vater. Und die beiden können sich von Anfang an überhaupt nicht ausstehen. Der Beginn des Buches ist wirklich witzig. Also es ist so ein bisschen, wir erleben erst dieses Hochwasser und dann springen wir eben in diese Zeit des Wiederaufbaus und lernen die beiden kennen. Und die beiden lernen sich kennen. Er kann sie überhaupt nicht ausstehen. Er hält sie für so eine arrogante Fernsehtussi. Und sie kann ihn auch nicht leiden, weil sie denkt, er ist so ein biederer Moralapostel, der total langweilig ist. Ja, aber hier gibt es auch noch einige charmant süße Nebencharaktere, wie eine alte Dame, die im Rollstuhl sitzt, eine Katze, die sich einfach so mit ins Haus schleicht. Ganz viele Menschen wohnen auf einmal beim Bürgermeister mit im Haus, weil sie kein Zuhause mehr haben, weil es erst wieder aufgebaut werden muss. Und die beiden kommen irgendwann an einen Punkt, wo sie beschließen, Frieden zu schließen. Und da ist es aber auch schon sehr, sehr prickelig. Und ab dem Zeitpunkt, ich habe zu meiner Freundin gesagt, Kapitel 30 bis 35 kannst du geflissentlich überspringen. Da gibt es nichts anderes als Spice. Also wenn man das mag, ist das euer Buch. Wenn man es nicht mag, überblättert man oder wie auch immer. Und das Ende wiederum war sehr, sehr schön. Das war wieder so ein Lucy Score Buch, wo ich gesagt habe, das Ende, das ist so die Lucy Score, die ich mag. Sehr familiär. Ich fand es auch schön, wie die Protagonistin sich mit ihren Zukunftsplänen auseinandergesetzt hat. Also sie zeigt auch durchaus Wachstum. Und Lucy Score kann auch schreiben. Ich mag nur diesen übermäßigen Spice nicht. Und wenn die Protagonisten plötzlich nur noch das eine im Kopf haben und man das Gefühl hat, es geht hier um nichts anderes mehr als darum, wo finden sie die nächste Ecke, wo sie es miteinander treiben können. Ich muss ganz ehrlich sagen, mag ich nicht. Aber trotzdem würde ich dem Buch gute 3 Sterne geben oder 3,5 Sterne, weil es Spaß gemacht hat. Und weil die Geschichte, die dahinter steht, dieser Wiederaufbau von dem Dorf, sage ich jetzt mal, es ist ja eine Stadt, einfach irgendwie niedlich war. Und so ein paar Nebencharaktere, wie gesagt, auch drollig waren. Die Tochter von ihm fand ich super süß, dass sie zu Hause kochen und so. Es gab schon so ein paar Szenen, wo ich gesagt habe, ja doch, es gefällt mir. Also ist ein solides Christmas-Romance-Buch, wenn ihr Spice mögt und es nicht allzu kitschig und weihnachtlich mögt. Es gibt zwar auch eine Schneeszene hier, aber little, ne? So, dann das dritte Buch ist In a Holidays von Christina Lauren. Auch das Buch habe ich gestern beendet. Deswegen zeige ich euch die jetzt, weil ich dazu schon was sagen kann. Und ja, hier geht es um Maylin, die hat so einen ganz komischen Namen, M-A-E-L-Y-N, Maylin, keine Ahnung. Maylin kehrt jedes Jahr in das Blockhaus ihrer Familie zurück, um dort mit all ihren Familienmitgliedern Weihnachten zu feiern. Dieses Jahr Weihnachten ist jedoch etwas anders, denn wir erleben am Anfang der Geschichte, wie sie aufwacht. Es ist nach Weihnachten, ich weiß nicht, der wievielte, der 26., 27., irgendwie so in dem Dreh.
und findet heraus, dass sie am Vorabend 2 Eierpunsch zu viel getrunken hat, die überhaupt nicht vertragen hat und mit einem der Brüder der befreundeten Familie, mit denen sie da immer zusammen hinfahren, rumgemacht hat. Ihr müsst wissen, Maylin ist 26. Sie ist jetzt keine junge Frau mehr, aber der Theo, mit dem sie was hatte, ist auch 26. Der hat aber noch einen älteren Bruder, nämlich Andrew, der ist 29 und auf dem steht sie eigentlich. Und deswegen ist es so fatal, dass sie was mit Theo hatte. Und die beiden jeweiligen Elternpaare haben davon natürlich erstmal so jetzt nichts mitbekommen. Und es gibt auch noch einen Freund, Benny. Und ja, es ist, sind ganz viele Familienmitglieder auf jeden Fall vor Ort. Und es passiert etwas, was an den Film Und täglich grüßt das Murmeltier erinnert. Sie erlebt nämlich diesen Tag, weil sie das so bereut, was sie da getan hat, noch einmal und hat die Chance, etwas zu verändern. Und das Ganze passiert ihr mehrmals, denn ihr unterlaufen ab und zu scheinbar Fehler. Sie hat nämlich das Universum gebeten, ihr zu zeigen, was sie glücklich macht. Und da sie ihr Leben lang schon in Andrew, in den älteren Bruder, verschossen ist, muss sie diesen Fehler wieder ausbügeln mit Theo. Ob ihr das gelingt, da müsst ihr das Buch zu lesen, um das zu erfahren. Das kann ich euch natürlich jetzt nicht verraten. Aber auf jeden Fall haben wir hier, wir haben Schneemann-Bauszenen, wir haben Familie, wir haben so tolle Szenen. Ja, es gibt auch Spice, aber wie bei Christina Lauren üblich, ist das eher die Anziehung, die hier beschrieben wird, und der eigentliche Akt wird komplett außen vor gelassen. Es wird so ein bisschen angedeutet am Anfang, so das Vorspiel, und dann wird es aber auch wirklich ausgeblendet und wir sind dann im nächsten Kapitel. Es ist ein bisschen mehr, als ich es kenne von The Unhoneymooners von ihr, aber trotzdem noch in dem Maß, wo ich sage, okay, es geht gerade noch so klar. Ich hätte mir noch weniger gewünscht, einfach weil es ein Weihnachtsbuch ist, aber auch hier bewegen wir uns in der absoluten Romance-Schiene. Genauso wie Lucy Score ist das eine Autorin, die regulär keine Weihnachtsbücher schreibt, beziehungsweise Autorinnen. Das ist ja ein Autorinnen-Duo, es sind ja zwei. Und es sind keine typischen, da kommen wir noch zu, Weihnachtsbuchautorinnen, die wirklich dafür bekannt sind, jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein Weihnachtsbuch rauszubringen, die zwar vielleicht auch andere Sachen schreiben, aber eben hauptsächlich dieses Weihnachtsthema haben. Und das ist hier nicht so. Das sind halt Romance-Autorinnen, die sich versuchen an einer Weihnachtsgeschichte. Und insofern kann ich das verzeihen. Das hat mir auf jeden Fall schon sehr viel besser gefallen als das Lucy Score-Buch. So, dann kommen wir zu den Büchern, die ich, oder das Buch, das ich aktuell angefangen habe. Und das ist keine Neuerscheinung, das ist Die Lebkuchenprinzessin von Rumi Herold. Nach all dem Spice brauchte ich jetzt mal wirkliche Gewürze, nämlich Lebkuchen. Wir sind hier 1864 in Nürnberg unterwegs und begleiten die junge Elise, Tochter eines Lebkuchenmachers, ja, durch ihr Leben. Ihr seht, ich habe erst angefangen und zwar heute Morgen, deswegen bin ich noch nicht wirklich weit. Aber was mir jetzt schon gefällt, ist die Einfachheit und diese Bescheidenheit der Charaktere. Genau das Gegenteil von diesem amerikanischen Überkitsch, Überkonsum, überdrehtem, sexualisiertem Inhalt. Haben wir hier das komplette Gegenteil. Typisch deutsch, traditionell am Boden geblieben. Und ja, ich bin gespannt, wo die Geschichte mich hinführt. Auf jeden Fall gefällt mir der Anfang schon sehr gut. Ich habe es als Hörbuch angefangen. Das gibt es nämlich bei BookBeat. Und ich habe auch noch irgendwo in meinen Stapeln hier das Marzipanschlösschen von ihr. Das zeige ich euch gleich. Also wie gesagt, hier geht es um Elise, die eben in Nürnberg ja, als Lebküchnerin sozusagen ihr Leben fristet. Und sie hat, glaube ich, auch einige Schicksalsschläge zu verarbeiten. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ich habe mir den Klappentext eben nochmal durchgelesen und dachte mir so, uiuiui, ist auch nicht so ohne. Und sie muss diese Fabrik halt am Laufen halten. Und ja, ich glaube, es wird schwierig, aber es gibt auch noch eine Liebesgeschichte. Also ich bin sehr gespannt. Schaut euch das gerne mal an, wenn das vielleicht was für euch ist. Ja, und das hier, das hat mich schon so lange gereizt. Das habe ich mir dieses Jahr gebraucht bestellt. Und zwar das Marzipanschlösschen, ebenfalls von Rumi Herold. Ist ja auch ein Autorin-Duo zwischen einem Mann und einer Frau. Hier hinten sieht man sie auch drin. Und die schreiben eben diese historischen Weihnachtsromane. Hier geht es um Dora
Heuler. Und zwar 1921 in Lübeck. Naja, Lübecker Marzipan. Ich glaube, es sagt jedem Marzipanliebhaber etwas. Und hier geht es eben um die bekannte Marzipan-Dynastie. Ich, wie gesagt, habe mir noch gar nicht viel durchgelesen. Es ist ein historischer Roman. Es geht um die Entstehung der Dynastie. Es geht um eine Liebesgeschichte, gehe ich mal von aus. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt, könnt ihr mir ja gerne mal unten in den Kommentaren eure Meinung dazu dalassen. Genau. So, kommen wir zu... Wozu kommen wir denn? Genau. Noch ein Neuzugang. Jetzt kommen erstmal ein paar Neuzugänge. Und zwar Tessa Bailey, Window Shopping. Tessa Bailey ist auch eine von diesen modernen Autoren, die sich jetzt an einem Weihnachtsbuch versucht. Und hier geht es um Stella. Und unsere Protagonistin Stella kommt gerade frisch aus dem Gefängnis und sie möchte auf der Fifth Avenue gerne Schaufenster dekorieren. Das ist ihr Traum. Ja, doch dann wird sie im New Yorker Weihnachtstrubel vor dem Kaufhaus von einem attraktiven Fremden angesprochen. Er fragt sie nach ihrer Meinung zur Schaufensterdekoration und sie hat nichts zu verlieren und sagt ihm die Wahrheit. Es ist ein glitzerndes Grauen. Und so bekommt sie völlig unerwartet die Chance auf ihren Traumjob und auf ihren weihnachtsverliebten Traummann, wenn der nicht nur ihr neuer Chef wäre. Humorvoll, sexy Winter Romance. Also ja, auch hier wird es Spice geben. Wer die Bücher von Tessa Bailey kennt, ich habe mittlerweile 4 von ihr gelesen, der weiß in ungefähr, in welche Richtung das Ganze geht. Ich denke aber, da es ein sehr dünnes Buch ist, ach schaut mal übrigens, hat das nicht einen schönen Farbschnitt? Fragt mich nicht, ich glaube Bücher Mädchen. Es war eine Vorbestellung und ja, kam dann hier an und hatte diesen wunderschönen Farbschnitt. Das sieht so schön aus. Einfach ohne Worte. Das wird auch eins meiner nächsten Bücher werden, spätestens Anfang Dezember, weil es wahrscheinlich nicht allzu weihnachtlich werden wird. Wer mich aber schon sehr lange kennt, weiß, dass ich ein Faible habe für Weihnachtsgeschichten in Kaufhäusern. Ailey Harris, Das Weihnachtswunder, ein uraltes Weihnachtsbuch, was ihr nur noch gebraucht bekommt, ist eines meiner liebsten Weihnachtsgeschichten früher gewesen. Also ich weiß nicht, wie ich es heute finden würde. Vielleicht sollte ich es echt nochmal rereaden, um zu gucken, ob ich es überhaupt noch so gut finden würde. Bei Hollys Weihnachtszauber, das habe ich ja letztes Jahr nochmal gehört von Trisha Ashley. Das werde ich auch dieses Jahr wieder hören. Das ist mein absoluter All-Time-Favorite an Weihnachtsbüchern. Hollys Weihnachtszauber von Trisha Ashley. Es gibt auch noch mehrere englische Bücher, die werde ich mir dann nächstes Jahr wahrscheinlich vornehmen, weil dieses Jahr, naja, hier liegt noch ein kleiner Stapel. Also Window Shopping, falls es schon einer kennt, gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Dann habe ich mir gekauft Lichterzauber in Whispering Heights von Julie Larson. Ich fand das Cover einfach so schön und dachte mir, Winterzauber, das klingt doch gut. Und hier geht es um eine englische Kleinstadt, nämlich Whispering Heights. Und die hat jedes Jahr einen Weihnachtsdekorationswettbewerb. Es geht hier um Maggie, eine junge Illustratorin. Und sie liebt die Vorweihnachtszeit. Sie liebt es, zu ihrer glücklichen Familie nach Hause zu kommen und sich an den Lichtern zu erfreuen. Dieses Jahr verspricht allerdings etwas anders zu werden. Maggies neuer Nachbar bringt ihre sichere Welt ins Wanken. Passend zum Fest der Liebe kommen bald auch Gefühle ins Spiel. Und das macht alles richtig kompliziert. Ich denke, es ist ein schöner weihnachtlicher Roman mit Familie und einer Liebesgeschichte. Das ist das, was ich hier erwarte. Das Buch hat 280 Seiten ungefähr. Wartet mal. Ja, 285 Seiten. Also auch nicht allzu dick, freue ich mich drauf. Dann habe ich mir ja ganz zu Beginn schon eins der ersten Weihnachtsbücher von Sarah Morgan, Das Winterhotel, geholt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Hier geht es um ein Hotel. Wartet mal. Ich trinke mal einen Schluck Tee. Ihr auch? Okay, es geht um die drei 40-jährigen Frauen Erika, Claudia und Anna, die in diesem Winterhotel einchecken und dort Weihnachten verbringen zusammen. Und dieses Winterhotel ist mit Lichterketten geschmückt und festlichen Tannengirlanden dekoriert.
Es liegt Schnee, die Fensterscheiben sind voller Eisblumen. Es gibt Weihnachtsbäume. Das gesamte Hotel erstrahlt in altmodischem Festtagsglanz. Und hier steht auch die perfekte Lektüre für die Weihnachtszeit. Ein wunderschönes Buch über Freundschaft, das Durchstehen von Wendepunkten im Leben und den Mut zur Veränderung. Also finde ich einfach, ist alles gesagt, da muss ich gar nicht mehr dazu sagen. Ich freue mich sehr auf die Geschichte. Ich glaube, das wird was werden für so Mitte Dezember, wenn es wirklich schon Richtung Weihnachten geht, weil das doch sehr, sehr weihnachtlich klingt. Ich habe natürlich auch englische Bücher. Dann zeige ich euch jetzt mal das hier, weil das werde ich auch demnächst lesen. The Christmas Tree Farm ist der dritte Teil der Dreamhaber-Reihe von Laurie Gilmore. Da gab es ja The Pumpkin Spice Café, was jetzt auch auf Deutsch übersetzt wurde. Dann habe ich The Cinnamon Bun Bookstore gelesen. Das wird nächstes Jahr auf Deutsch erscheinen. Und das ist, wie gesagt, Band 3 der Reihe. Und hier geht es um eine Weihnachtsbaumfarm. Und die Inhaberin der Farm, die ist eigentlich überhaupt gar kein Fan. Und ist aber dann mit einem Typen irgendwie über Weihnachten da eingeschneit. Und ja, es wird wahrscheinlich auch ein bisschen spicy werden. Also es ist Small Town Romance, Kleinstadt Vibes, wenn ihr das mögt. Weihnachtlich, freundschaftlich, familiär und mit Spice. Ja, das weiß ich schon. Es ist sehr vorhersehbar, aber es macht Spaß, die Bücher zu lesen. So ist es nicht. Dann habe ich hier noch so ein paar klassische Weihnachtsbücher. Wartet mal, das ist... So, und zwar die, die auf jeden Fall dieses Jahr einziehen mussten, die so absoluten Winter-Kitsch-Cover haben. Und die zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich letztes Jahr von Catherine Walsh ein Buch gelesen, das mir sehr gut gefallen hat. Und da habe ich mir dieses Jahr ihr neues auch geholt. Wir zwei im Dezember, heißt das, ist im Goldmann Verlag erschienen und hat so ein super schönes Kitsch-Schneecover, so wie ich das bei Weihnachtsbüchern, das sind für mich richtige Weihnachtsbücher. Jetzt kommen wir zu den verkitschten Weihnachtsbüchern, in denen es schneit, in denen es um die Familie geht, auch um die Liebe, aber wo eben andere Sachen wichtiger sind und wo es meistens oder hoffentlich keinen Spice gibt, außer ein bisschen Küssen oder so oder angedeutet, dass sie jetzt dann, die gehen ins Schlafzimmer, die Tür ist zu, wir kriegen davon nichts mit. So, und zwar geht es hier um Megan, die ihren Verlobten vor 4 Jahren vorm Altar hat stehen lassen. Okay, seitdem ist sie nicht mehr in ihr irisches Heimatdorf zurückgekehrt, aber dieses Jahr hat sie ihrer Mutter versprochen, über Weihnachten nach Hause zu kommen. Anfang Dezember trifft sie dann in einem Pub in Dublin zufällig ihren Schulfreund Christian und schüttet ihm ihr Herz aus. Auch Christian ist Single, was ihm normalerweise nichts ausmacht, aber an den Feiertagen, ihr wisst, wie das manchmal so ist. Die beiden schließen einen Pakt, sie werden sämtliche Familienfeiern gemeinsam durchstehen und das glückliche Paar mimen. Und danach, ja, sollten sich ihre Wege eigentlich wieder trennen. Aber wir kennen das mit den Fake Dates, das geht oftmals schief und naja, die beiden werden natürlich, wenn die sich verlieben und glücklich werden und wir werden doppelt familiäre Weihnachten haben und wir werden alle in glückseliger Weihnachtsstimmung schwelgen, wenn wir diese Bücher lesen. Genau. Was anderes erwarte ich jedenfalls nicht. Dann eine Autorin, von der ich auch, glaube ich, ein Weihnachtsbuch gelesen habe, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Heidi Swain, Zimtsterne am Kaminfeuer. Diese Titel sind unglaublich kitschig, aber glaubt mir, die Bücher sind süß. Sie machen Spaß. Knisterndes Kaminfeuer und ein zauberhaftes Winterwunderland. Mehr habe ich gar nicht gelesen. Ich lese mit euch die Klappentexte teilweise hier zum ersten Mal, weil ich bin so, ich kaufe das. Nach einem niederschmetternden Ereignis, das ihre Zukunftspläne zunichte macht, schwört Helly den Männern ein für alle Mal ab und zieht kurzerhand in das Herrenhaus Winthorpe Hall. Hier hat sie alles, was sie braucht. Einen Job, den sie liebt und eine bunte Truppe Freunde, die sie lieben. Hayley kann es kaum erwarten, dass Winthorpe Hall bald in weihnachtlichem Glanz erstrahlt. Ja, in Winthorpe Hall hat auch der erste Teil schon gespielt und oh, ich freue mich wieder dahin zurückzukehren. Das war so schön, wie das alles geschmückt wurde und alle haben zusammengeschmückt und sauber gemacht vorher. Das sind so Sachen, die nie in anderen Büchern erwähnt werden. Ich meine, kein Mensch kommt irgendwo hin und das ist alles wupp, auf einmal geschmückt. Nein! Du musst erst putzen, du musst den Müll rausholen, du musst gucken, ob noch alle Lichter funktionieren. Dann hängst du es auf, es ist ein Haufen Arbeit und danach musst du nochmal putzen. Und das fand ich bei dem ersten Teil richtig, richtig gut gemacht. Genau. Und die Besucher zum alljährlichen Christbaumwettbewerb hereinströmen. Oh ja, und die hatten dann so ein
Pferdeschlitten oder sowas, der dann mit den Besuchern zu diesem Wettbewerb oder was das war, Lichterwettbewerb, das war kein Weihnachtsbaumwettbewerb, oder? Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall sind die da mit dem Pferdeschlitten oder so gefahren. Och, das war toll, da ist auch noch einer von der Leiter gefallen und musste ins Krankenhaus. Also richtig viele lustige Charaktere, so Found Family, jeder kommt dazu und alles ist irgendwie eine große Familie. Ich liebe das. Ich muss mal so machen, ja, sonst muss ich die Brille rausholen. Vorfreude, Planung, Winterwunderland, Herrenhaus. Und Gabriel ist ein Neuankömmling. Ah ja, Holzfäller und er hat einen irischen Wolfshund. Ich freue mich. Mehr brauche ich gar nicht wissen. So, dann alljährlich, jedes Jahr, alle Jahre wieder, Emily Stone. Mittlerweile mein drittes Buch von ihr. Kein Winter ohne dich. Auch wieder ein wunderschönes Cover. Ein einziger Tag, der alles verändert. Eine Liebe, die allen Schicksalsschlägen trotzt. Oh, das wird wieder traurig. Ich muss jedes Mal heulen, wenn ich ihre Bücher lese. Deswegen lest bitte Emily Stone Anfang Dezember oder nach Weihnachten, wenn ihr noch so im Nachweihnachtsfeeling seid. Bloß nicht kurz vor Weihnachten, weil ihr werdet heulen. Ich sag's euch nur. Hört auf mich, ich kann euch bestätigen, bei den letzten beiden Büchern war das so. Es geht um Holly und Jack, die sich zum ersten Mal in einem kleinen Café begegnen. Und es ist kurz vor Weihnachten. Doch nur Stunden später bricht ein schrecklicher Schicksalsschlag über Holly und ihre Familie herein. Das ist immer, oh, das reißt einem das Herz raus, das kann die Autorin. Sie möchte danach alles vergessen und auch Jack vergisst sie. Doch eines Tages bekommt sie einen Brief von ihm vielleicht, der ihre Zukunft verändert. Ich bin gespannt. Die Gefahr, dass dieses Buch nicht im Winter spielt, ist allerdings groß. Deshalb, wenn ihr euch dafür interessiert, lest es jetzt im November oder Anfang Dezember oder wie gesagt nach Weihnachten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ihre Bücher sehr weihnachtlich anfangen und auch meistens weihnachtlich enden, aber wir zwischendrin irgendwo im Hochsommer sind. Das hatte ich beim letzten Buch. Das heißt, wenn ihr euch eure Weihnachtsstimmung nicht kaputt machen lassen wollt, achtet da drauf. Hier stehen auch manchmal in den Überschriften, deswegen gucke ich gerade, Jahreszeiten, aber es ist, hier stehen nur Kapitel 13, 18, was auch immer. Aber ich werde das sehr bald lesen, weil das ein Rezi-Exemplar ist und dann kann ich es euch ja wissen lassen in der Rezension dazu. Dann habe ich mir, ich kann nicht anders, Karen Swan, die Königin der kitschigen Weihnachtsromane mit Tiefgang. Ja, diese Bücher sind manchmal sehr dick, aber die enthalten auch sehr viel. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, ein oder zwei Weihnachtsbücher von ihr gelesen, die waren sehr gut. Und zwar ist das Schneeflockenträume, das ist jetzt dieses Jahr neu erschienen. Ich halte es euch hin, weil es glitzert so schön. Und es geht los. 3 Tage vor Weihnachten sind wir hier. Die ersten Schneeflocken rieseln vom Himmel, als Libby und ihr neuer Freund Max zu einem Treffen mit alten Uni-Freunden nach Yorkshire fahren. Also wir sind in England. Archie, der Herzensbrecher der Gruppe, hat alle in das wunderschöne Herrenhaus seiner Familie eingeladen. Der Abend ist ein voller Erfolg. Doch als die Gäste zu später Stunde abreisen wollen, sind die Straßen völlig verschneit. Genau so war das. Und dann müssen die, weil auch noch Strom ausfällt und so, bei Kerzenlicht eben die Weihnachtszeit da verbringen oder zumindest die Vorweihnachtszeit, die paar Tage. Und ja, dann kommen natürlich alte Erinnerungen hoch und Geheimnisse und ich bin gespannt. Auch verdrängte Gefühle, die jahrelang nicht da waren, kommen plötzlich auch wieder hoch. Also es klingt doch sehr, sehr gut. Es könnte was sein. Freue ich mich drauf. So, dann habe ich hier noch ein englisches Buch. Und zwar habe ich von Caroline Frank ein Herbstbuch gelesen, Fall Into You, und das hat mir sehr gut gefallen. Da habe ich mir gedacht, okay, ich gucke mal, was es noch gibt. Und es war eine Reihe, es war der erste Band einer Reihe. Und das ist der dritte Teil nach dem zweiten und einer Novelle, die es noch gibt. Aber die spielen im Sommer. Und ich habe mir gedacht, ist mir egal, ich hole mir einfach den dritten Teil. Und zwar Second Chance Snowmans. Fand ich sehr, sehr süß vom Cover her. Und ja, ich weiß eigentlich nicht, worum es geht, um Rosie. Es wird um Familie gehen. Also der erste Teil hat mir sehr gut gefallen. Da war Familie, viel Zusammenkunft. Da waren Kinder, Freunde,
die Liebesgeschichte, es gab aber auch eine Handlung und wir hatten sehr viel Atmosphäre. Also bei dem Herbstbuch sind die zum Beispiel zum Kürbisfeld gefahren und so. Und ich denke mal, hier wird auch ein Schneemann gebaut, weil es heißt ja Second Chance Snowmans. Ja, eine halbe Stunde ist um, sagt mir gerade mein Weckerchen. Ist gut. Warum piepst du denn jetzt die ganze Zeit? Muss ich dich ausschalten? Ja, scheinbar. Schließen. So. Weil ich wollte ja zwei Teile machen. Aber ich zeige euch noch ein paar Bücher und dann mache ich Teil 2. Ich hoffe, mein Handy nimmt so lange auf. Es sollte es eigentlich schaffen. Ich bin gespannt. Werde ich auch zeitnah lesen und euch wissen lassen, ob es sich lohnt für diejenigen, die gerne vielleicht auch was Englisches lesen möchten oder hören. Ich glaube, es gibt auch ein Hörbuch, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Dann habe ich hier noch ein Buch. Das habe ich mir so nachträglich jetzt noch gekauft. Ein ganz schmales, kleines Büchlein, was so ein bisschen schwermütiger ist. Und zwar ist das von Charlie Jonas, Das schönste Geschenk. Und vorne drauf seht ihr ja schon diese Frau mit dem kleinen Yorkshire Terrier. Und die Dame heißt Emma. Und Emma liebt eigentlich Weihnachten, aber ihre Mutter ist verstorben. Und sie muss sich jetzt Gedanken machen, was mit dem Cottage ihrer Mutter passiert. Und wird dort die Weihnachtstage verbringen. Und ja, aber der kleine Terrier ihrer Mutter ist noch da und der heitert sie so ein bisschen auf. Und es wartet am Ende ein Weihnachtswunder auf sie. Was für eins? I don't know. Was könnte es wohl sein? Das Buch hat irgendwie 220 Seiten. Ich denke mal, das ist sowas für einen kuscheligen, kalten Sonntag auf der Couch mit Tee oder Kakao. Und ja, einfach drin versinken oder in der Badewanne lesen oder so. Freue ich mich schon mega. Und dann habe ich mir noch, Kinderbücher mache ich dann im nächsten Video, zwei Bücher geholt, die nicht neu sind, aber die ich mir dieses Jahr neu geholt habe. Falls ihr Interesse habt an den Weihnachtsbüchern der letzten Jahre, schaut einfach mal, ne? Es gibt ja Weihnachts-Tea-Times von den anderen Jahren und da stelle ich euch die anderen Bücher alle vor. Ich will nicht immer alles doppelt und dreifach, deswegen, ja. Die beiden sind noch neu bei mir eingezogen und zwar Natalie Cox, Winterwunder für die Liebe, und da vorne steht drauf, ein wundervolles Buch von Sophie Kinsella. Und hier ist ein Hund drauf und es glitzert und Schnee. Und das Buch ist irgendwie bei Erscheinung, ich glaube 23 oder 22 stand hier drin, komplett an mir vorbeigegangen. 2018 war es. Okay, ist doch schon ein paar Jahre her. Aber auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich habe dieses Buch noch nie vorher gesehen. Und dann bei der Suche auf Rebuy habe ich das zufällig irgendwie gefunden. Fragt mich nicht. Und hier geht es um Charlie. Die ist sehr skeptisch, glaubt nicht an Weihnachtswunder. Aber dieses Jahr könnte sie ganz gut eins gebrauchen, weil ihr Freund sich wohl gerade von ihr getrennt hat und sie ist alleine in London und muss Weihnachten alleine feiern. Also beschließt sie, Feiertage bei ihrer Cousine zu verbringen, auf dem Land, und freut sich da auf gemütliche Tage im verschneiten Cottage und prasselndes Kaminfeuer, heißen Kakao und einen glitzernd geschmückten Baum. Aber es gibt ja, also wie gesagt, es ist ja auf dem Land und die Tiere, die sie da mitversorgt, Hundepension, genau, ihre Cousine hat eine Hundepension. Das war's, warum ich das lesen wollte. Oh, das klingt so schön. Hundepension! Ich wollte früher selber eine haben, deswegen. Die quirligen Vierbeiner halten sie nämlich mehr auf Trab als erwartet und der charmante Hundebesitzer Hugo lässt ihr Herz schneller schlagen. Vielleicht gibt es doch noch ein Weihnachtswunder für Charlie. Na, ich würde mal vermuten, dass es da eins gibt. Das Schöne ist, man kann ja nicht mal spoilern. Diese Bücher sind sowas von vorhersehbar. Aber das ist der Weihnachtskitsch, den wir brauchen an Weihnachten. Ich sag euch, das wird gut. Wenn nur der furchtbar eingebildete Tierarzt Kerl nicht wäre, also auch noch eine Dreiecksgeschichte, okay. Für alle, die sich richtig wegträumen und dabei mal wieder herzlich lachen wollen. Also, das schreit doch nach uns, Leute. Und dann habe ich das hier noch. Ich habe noch eins eigentlich bestellt, das kam aber noch nicht an, gebraucht. Ich weiß nicht, ob das noch kommt. Von Kira Hof, Pulver, Schnee, Herzen. Das sieht so aus. Hinten auch diese, ach, diese Bäume. So schön. Worum geht's? Es geht um Lilou. Ihre Eltern wollen nämlich nach Ich kann nicht mehr reden. Schluck Tee und gleich machen wir Pause. Lilou kann es nämlich nicht fassen. Ihre Eltern wollen über Weihnachten nach Thailand reisen. Sonne, Strand an Heiligabend ist für Lilou aber nüscht. Mag sie nicht. Kann ich verstehen. Sie möchte traditionellen Kartoffelsalat und bucht sich eine Skireise, eine Single-Skireise nach Ischgl.
Ja, und dann sitzt sie im Bus mit einer Horde, Gruppe steht hier, junger, gut aussehender Singles. Ach nee, anstatt mit jungen, ach genau, ja, ich erinnere mich, das war so witzig. Anstatt mit, sie erwartet, mit jungen, gut aussehenden Singles im Bus zu sitzen, stattdessen sitzt sie mit einer Horde Rentnerpärchen im Bus. Irgendwas muss bei der Buchung schiefgelaufen sein. Und statt nach Ischgl fährt sie in ein Dorf in die Schweizer Alpen. Ich finde das so witzig. Doch als Lilou dort auf den zurückhaltenden, aber attraktiven Skilehrer trifft, Luca heißt er, scheint ihr Weihnachtswunder auf einmal zum Greifen nah. Ihr seht, hier hat jeder sein Weihnachtswunder. Keiner geht hier leer aus. Naja, ich bin gespannt. Das ist auch nicht so dick, aber ich freue mich. Das klingt für mich total witzig. Senioren sind immer ein Garant für viel Humor. Ich hoffe das. So. Und das sind jetzt erstmal die Weihnachtsbücher, die neu bei mir eingezogen sind und die ich dieses Jahr alle lesen werde, natürlich. Wir werden mal gucken, wie viel ich schaffe. Wir machen dann nach Weihnachten mal... Ja, drei habe ich ja schon gelesen, beim vierten bin ich. Also es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und ich bin beim vierten, also sind noch 13. Wir haben erst Anfang November... Wäre machbar. Wir gucken mal, wenn nicht noch der ein oder andere Thriller plötzlich dazwischen kommt, weil ich auf einmal Bock habe, was ganz anderes zu lesen. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, damit ist die erste Tea Time abgedreht und ich mache mich gleich an Teil 2, damit ihr auch ganz zeitnah alles über Duftkerzen, Deko und Kinderbücher erfahrt. Ich freue mich, euch gleich wiederzusehen. Bis dann. Ciao.